Hey Leute, Alex Götsch hier, heute wieder mit einem Trainingsplan für euch und zwar heute mit einem Zweier-Trainingssplit fürs Fitnessstudio für Fortgeschrittene. Den kannst du als Frau oder auch als Mann machen und wie du es von mir kennst, erkläre ich dir gleich alle Übungen von beiden Tagen, damit du technisch die Sachen richtig machst, die richtigen Muskeln wirklich triffst und auch mit diesem Plan, damit wenn du den umsetzt, auch maximale Fortschritte machst. In diesem Sinne, lass schon mal ein Like, ein Abo auf den YouTube-Kanal da und mal als Dankeschön für den gratis Trainingsplan dein Lieblingssmiley in den Kommentaren. Dein erster Trainingstag ist Unterkörper, danach dann erst den Oberkörper, dann ein bis zwei Tage Pause und dann wieder Unterkörper, Oberkörper. Unterkörperplan fängst du bitte mit einem Warm-up an. Du kannst zum Beispiel aufs Sitzfahrrad gehen, du kannst auch aufs Laufband klassisch gehen, Stairmaster, Stepper, wo auch immer du Lust drauf hast. Wichtig, nur ganz entspanntes Tempo, damit du insgesamt so ein bisschen warm wirst und vor allem vom Kopf in den Trainingsmodus kommst, denn das ist ein fortgeschrittenes Workout und gerade bei Fortgeschrittenen hast du mit den Übungen eine höhere Intensität und dafür musst du warm sein. Übung Nummer 1 ist rumänisches Kreuzheben für den Po und die Beinrückseite. Nicht nur eine richtig geile, effektive Übung, wenn ihr sie richtig macht, sondern auch eine wichtige Übung grundsätzlich für euer Gesundheitslevel. Ich zeige euch kurz, worauf ihr achten müsst, damit ihr nicht den unteren Rücken merkt, damit ihr die Zielmuskeln auch wirklich maximal trefft und auch maximal Fortschritte macht. Falls du das schon mal von mir gehört hast, dann seht das ein bisschen als Wiederholung dieser Erklärung. Also, ihr braucht einen Langhantel, stellt euch dann davor hin. Ich zeige heute die Übung alle ein bisschen kürzer erklärend, weil wir sehr viele Übungen mit dem Zweiersplit vor uns haben. Aber die Basics, die wiederhole ich und die sage ich dir alle. Und hier sind die Basics, dass du aus der Hüftstoßbewegung arbeiten musst. Also den Po fokussiert hier nach hinten bringen, nicht zu weit runtergehen, sondern nur so weit runtergehen mit dem Oberkörper, bis der Po nicht mehr nach hinten geht. Und dann aus dieser Position Pobacken anspannen, fast ganz gerade sein. Runter, Po nach hinten und Pobacken anspannen. Also ganz, ganz wichtig, dass du hier die Kraft holst. Ist ein bisschen Übungssache. Und damit du den unteren Rücken nicht merkst, ist wichtig, dass du dann ab dem Punkt, wo du hier nicht mehr nach hinten kommst, nicht weiter runter gehst. Weil dann geht die Belastung nur in den unteren Rücken rein. Das ist die Übung. Gib dir hier ein bisschen Zeit, dass du hier reinkommst. Und wenn du die Übung schwer machst, damit anfängst, haben wir schon einen richtig geilen Start für den Unterkörper. Übung Nummer 2 sind die Bulgarian Split Squats. Das ist so eine richtige Hassliebe. Auch eine brutal effektive Übung, auch mit Fokus auf die Po-Muskulatur. Und ein bisschen habt ihr trotzdem auch die Oberschenkel mit drin. Wir machen, hier gibt es auch verschiedene Varianten. Ich zeige euch die. Die wollen wir in diesem Plan haben. Das ist so zusammengepuzzelt, dass wir hier eher die Po-Muskulatur fokussieren müssen, sollten, damit wir alle Muskelbereiche mit reinbekommen in den Plan. Also Schritt nicht zu groß. Auch hier, wie beim rumänischen Kreuzheben, auf das Bein, was vorne ist, fokussieren und hier den Po nach hinten bringen, Oberkörper nach vorne lehnen und beim Hochgehen die Hüfte nach vorne drücken. Festhalten, runtergehen, Hüfte nach hinten, auf das Standbein vorne fokussieren und nach vorne drücken. Rechts relativ locker halten, damit ihr euch da nicht verkrampft im Fuß. Ist so ein klassisches Ding, was dir vielleicht auch schon mal passiert ist. Also hier runter, Knie nicht zu weit mit nach hinten oder mit nach vorne. Und dann geht ihr hier wieder hoch. Das ist der Fokus. Fokussiert euch also nicht auf das Bein, was hinten ist, was da drauf ist, sondern verlagert euer Gewicht auf das vordere Bein und konzentriert euch dann auf die Hüftstoßbewegung. Übung Nummer 3 ist die horizontale Beinpresse. Und hier ist das Erste, was du individuell mit diesem Plan bei dir anpassen kannst. Wenn du beispielsweise eine Frau oder auch ein Mann bist, der den Po insgesamt noch einen Ticken mehr fokussieren möchtest, dann gehst du vom Fußstand, ich zeige es euch gleich, weil hier gibt es auch ein, zwei Sachen, die ihr beachten müsst, da gehst du vom Fußstand weiter nach oben. Wenn du aber beispielsweise entweder das Ziel hast, egal ob Mann oder Frau, dass du für den Po nach den beiden Übungen genug gemacht hast eben, weil die beiden Übungen, rumänisches Kreuzheben und die Bulgarian Split Squats, die hauen schon richtig rein, dann stellst du dich mit den Füßen weiter nach unten hin, um hier den Fokus auf die vordere Seite, also die andere Seite zu kriegen. Das ist das, wie ich das bei meinem individuellen Ziel machen würde. Startposition immer so ein bisschen aus einer eingequetschten Position. Und jetzt siehst du, wenn du mehr die Oberschenkel haben möchtest, machst du das Ganze als dritte Übung jetzt einfach weiter unten. Dann fokussierst du dich hier auf die Beugung und die Streckung und dadurch hast du vor allem für die Vorderseite oder halt weiter nach oben. Nimmt aber nicht die andere Beinpresse, also die, wo ihr nach oben drückt, sondern guckt, dass ihr die horizontale habt, weil ihr hier grundsätzlich die Vorderseite ein bisschen mehr mit drin habt. Und auch wenn ihr den Po fokussieren wollt, ist es wichtig, dass ihr, damit ihr keine zu krassen Disbalancen kriegt, alles mit drin habt. Hier ist nur ganz wichtig, zieht euch immer rein bei der Beinpresse, dass ihr achtet mal auf meinen Po, dass ihr beim Drücken hier nicht nach vorne rutscht. Ich übertreibe ein bisschen. Da immer hinten gegendrücken. Dafür sind die Griffe da. Und dann oben, ihr könnt das Bein durchstrecken, aber guckt, dass ihr nicht überstreckt.
Das sind die zwei wichtigen Sachen, ansonsten hier reinziehen und ja, mit der dritten Übung euch platt machen. Und jetzt geht es weiter zur vierten Übung. Und jetzt eine kleine Werbeunterbrechung. Bei meinem neuen Partner Prozis kriegt ihr mit dem Gutscheincode AlexG immer maximale Rabatte auf Supplemente, Eiweißpulver, Kreatin, Multivitamin oder ähnliches und auch auf Sportnahrung. Also alle Sachen, die irgendwie zum Fitness-Lifestyle dazugehören. Gutscheincode AlexG, den Link findet ihr unten in den Shownotes. So, Übung Nummer 4 ist der Beinstrecker. Jetzt habt ihr eben drei Übungen gemacht, egal mit welchem Fokus die dritte Übung, die man so als Grundübung, die ihr relativ schwer gemacht als Grundübung betiteln könnte. Jetzt wollen wir mit einer Übung die vorderen Oberschenkel platt kriegen und der Beinstrecker ist vor allem als Nebeneffekt richtig gut für die Kniestabilität. Das ist auch wieder Vorteil, selbst wenn ihr den Booty fokussiert, weil ihr dann bei rumänischem Kreuzheben, Beinpresse oder den anderen Grundübungen mittelfristig mehr Gewicht machen könnt und eine bessere Stabilität habt. So, hier machen wir einen Doppelsatz. Ganz kurz zu der Einstellung, dass wir auch die richtigen Muskeln treffen und ihr maximale Fortschritte hier macht. Den Sitz nicht zu weit vorne, sondern ihr müsst immer den Sitz lieber einen Ticken zu weit hinten haben, dass ihr mit der Kniekuhle hier immer drauf fliegt. Oder vielleicht eher sogar hinten so ein bisschen Platz habt. Dann aber gegendrücken, reinziehen. Die Starteinstellung, das Ding hier, das kennt ihr, es ist ein fortgeschrittener Plan, trotzdem kurz nochmal wiederholend erwähnt, immer wenn es geht, ganz nach vorne einstellen. Ist ein bisschen unbequem für den Start, reinziehen und dann geht's los. Hoch, langsam runter, fast ganz absetzen, da müsst ihr dann rechts halt gucken. Und das macht ihr dann so 8, 9, 10, 11 Mal. Wenn ihr dann nicht mehr könnt, das macht ihr mit einem schweren Gewicht, absetzen und direkt, das meine ich mit Doppelsatz, die Hälfte des Gewichts, einfach nur weniger machen und dann direkt nochmal die gleiche Wiederholungsanzahl versuchen hinterher zu machen, dass der Oberschenkel hier wirklich gefühlt explodiert. Der Oberkörperplan ist zwar noch nicht fertig, aber was wir für den Oberschenkel und die Po-Muskulatur machen, das ist abgehakt. Mehr gibt es nicht dafür und mehr solltest du auch nicht machen. Ich höre das ganz, ganz oft, ja Alex, was nur so wenig Übungen. Wenn ihr diese Übungen, wenn du diese Übung richtig machst mit der Technik und der richtigen Intensität, zweimal pro Woche, dann solltest du nicht mehr gehen können, Oberschenkel und der Po sollte maximal aufgepumpt sein. Jetzt gehen wir aber dann zu der Wadenmaschine im Stehen, weil für die Wade wollen wir natürlich auch eine Übung mit einbauen. Die sieht in jedem Gym ein bisschen anders aus. Bei vielen Gyms ist es so, dass ich hier die Polster drauf habe und das Gleiche, was ich jetzt hier euch sage, was ich dir sage, musst du halt auch bei dir dann übertragen. Also, das, was entscheidend ist, Beine minimal gebeugt, hier auch irgendwo festhalten oder wenn ihr das oben habt, dann da festhalten und dann müsst ihr euch auf die Füße fokussieren. Die unten quasi dehnen, dass ihr die Dehnung der Wadenmuskulatur mitnimmt und oben dann die Wade strecken. Das ist hier die Technik. Hier gibt es also nicht mehr zu sagen. Ich würde euch raten, die Übung zu machen, wenn du aber sagst, gerade vielleicht als Frau, meine Waden, ich will nicht, dass die überhaupt trainiert werden, dann kannst du die Übung auslassen und dann lieber bei Bauchübung gleich, wo wir gleich hinzukommen, da eine Übung mehr machen. So, jetzt sind wir beim Bauch angekommen. Ich weiß, dass der Bauch eigentlich zum Oberkörper gehört, aber bei diesem Trainingssplit ist es optimal, wenn man bei Beinen eher weniger mit viel Intensität macht und nicht so viele kleine Muskeln hat wie beim Oberkörper, wenn man hier den Bauch mit dazu packt. Wir machen Beinheben am Dipständer. Ein, zwei Sachen sind ganz wichtig, damit du auch die gerade Bauchmuskulatur fokussiert wirklich trainierst. Dort dann auch die aufbaust und mit weniger Körperfett in Kombination auch einen definierten Bauch zum Beispiel haben kannst. So, und zwar der entscheidende Punkt ist, also reinhängen, festhalten, mal gucken, ob ich dabei reden kann, dass du nicht nur so halb hoch gehst, nenne ich das mal. Zack, das ist der erste Fehler. Das, was du machen musst, mit den Knien immer fokussiert versuchen, Richtung Brustkorb zu kommen und versuchen, deine gerade Bauchmuskulatur so ein bisschen einzurunden. Heißt, so weit hoch, dann runter. Der zweite Fehler ist, dass viele hier zu weit nach hinten gehen und so ins Hohlkreuz gehen, weil man ja irgendwie Schwung holt von hinten. Aber du solltest unten nur ungefähr so weit nach unten hinten gehen. Wenn du dann weiter nach hinten gehst, schießt es eher schnell den unteren Rücken rein. Deswegen guck, dass du eher so ein bisschen eingerundet schon startest. Und jetzt zeige ich es dir noch einmal komplett. Hier hoch gehst, da runter. Ah, nice. So, jetzt ist der Unterkörperplan eigentlich fertig. Wo wir aber beim Thema Individualität sind, was ich ganz vorhin gesagt habe, könntest du jetzt zum Beispiel, wenn du die Waden rausgelassen hast oder auch das mit drin hast und trotzdem sagst, hey, ich will noch den Bauch ein bisschen mehr fokussieren, könntest du jetzt eine zweite Bauchübung da optional hinzufügen. Da würde ich dir empfehlen, die Bauchmuskelmaschine. Wenn du die gerade Bauchmuskulatur mehr fokussieren möchtest, willst du aber die seitliche Bauchmuskulatur, die du hier nicht mit drin hast, auch fokussiert mehr mit trainieren, weil du sagst, hey, hier bin ich zu schwach oder auch ästhetisch möchte ich, dass die Seiten mehr rauskommen, dann würde ich dir den Russian Twist empfehlen. Das kurz mündlich gesagt, jetzt gehen wir rüber zum Oberkörpertrainingsplan. Die erste Übung des Oberkörpertrainingsplans ist T-Hantelruder mit dem Fokus. Da sind verschiedene Varianten, wie du es ausführen kannst, für die Muskulatur zwischen den Schulterblättern. Schon mal vorweg eine Option B gesagt, weil es nicht in jedem Gym da ist, das Gerät.
dann machst du einfach klassisch eine Rudermaschine und da machst du die gleichen Basics, setzt die gleichen Basics um, die ich dir jetzt hier zeige, damit du die gleiche Muskulatur, aber damit einer anderen Übung trainierst. Beim T-Handelruder, wenn ihr es habt, macht es aber. Hier rauflegen, die Leiste, Brustkorb, Kopf nach unten schauen und bei den Griffen nehmen wir den etwas engeren Griff und den weiter unten. Und jetzt liegt der Hauptfokus hierbei, wie du es vielleicht auch schon kennst, denn das ist auch eine Wiederholung, dass du die Schulterblätter fokussiert oben zusammenziehst und wenn du runtergehst, die Schulterblätter auseinander machst, um die Dehnung in die Muskulatur zwischen den Schulterblättern reinzubringen. Hier hoch und dann wieder langsam runter. Ich mache es natürlich jetzt ohne Gewicht. Ein Fehler, der ganz oft passiert ist, dass wenn man den Griff zu klein macht, also zu weit oben greift oder zum Beispiel auch dann parallel noch irgendwie falsch liegt, dass man hier einen kleinen Winkel hat und dann ganz viel den Bizeps trainiert und den Arm mehr mit reinbringt, als man es eigentlich machen möchte. Wir wollen den Fokus hier auf den Rücken setzen. Also Übung Nummer 1, jetzt gehen wir weiter zu Übung Nummer 2. Übung Nummer 2 ist enges Rudern am Kabelturm und hier ist ganz wichtig, dass du dir genau anschaust, wie ich es mache, weil auch hier kannst du, wenn du das anders machst oder falsch machst, die gleichen Muskeln wie eben trainieren. Und genau das macht einen Trainingsplan, wie heute, wie ich ihn dir mitgebe, aus. Der ist zusammengepuzzelt, sodass du nicht einen Rückenmuskelbereich viel mehr trainierst als die anderen, sondern alle mit drin hast. Das, was du brauchst, ist am Kabelturm einen engeren Griff. Das ist der, den ich dir empfehlen würde, wenn du ihn hast. Es gibt aber auch Metallgriffe, die so ähnlich ausschauen. Das ist dann relativ egal. Hauptsache, dass der ein bisschen enger ist. Dann hier reinstellen. Und hier wollen wir, das habe ich gar nicht gesagt, den Latissimus fokussieren. Der Latissimus ist der Muskel hier am Rand, der größte Rückenmuskel. So, und dann machen wir Folgendes. Hier liegt der Fokus darin, erstmal vorne die Dehnung mitzunehmen und die Ellenbogen gefühlt zur Hüfte bringen. Also hier nicht die Schulterblätter wie eben zusammenziehen. Vorne den Bereich dehnen, die Arme so ganz leicht immer nach innen zum Körper drücken, auch während du nach vorne gehst. Und hier die Ellenbogen so fast an den Körper, neben den Körper ran. Hier werde ich die Dehnung Oberkörper ein bisschen mitnehmen. Ihr seht auch, ich bin so leicht eingerundet, wie so ein Panzer quasi. Und wieder die Dehnung. Und wieder die Dehnung. So musst du das hier ausführen, um den Latissimus zu merken. Falls du das so noch nicht gemacht hast, noch gar nicht, gib dir hier ein bisschen Zeit mit erstmal weniger Gewicht, diese Variante zu machen, zu lernen und dir beizubringen. Und jetzt gehen wir zur dritten Übung. Jetzt fehlt natürlich noch der obere Rückenbereich, also gerade hintere Schulter, zähle ich in diesem Trainingssplit, in dieser Aufteilung mit zum oberen Rücken und auch die Nackenmuskulatur, also die ganze obere Bereich für eine aufrechte Körperhaltung, aber auch ästhetisch für Frauen und Männer sehr, sehr wichtig. Dafür machen wir ganz klassisch Reverse Butterfly, eine super Übung. Die Griffe stellt ihr ganz nach vorne. Hier gilt es auch wieder zwei, drei Sachen zu beachten, damit ihr die Zielmuskulatur wirklich gut trefft, einen bestmöglichen Muskelreiz setzt und somit auch bestmögliche Fortschritte macht. Dafür lehnen wir uns erstmal leicht schräg nach vorne gegen das Gerät, also auch den Kopf hier, fast ganz ran. Schultern locker, unten lassen, die nicht irgendwie hochbringen, auch bei der Startposition schon gar nicht. Arme fast komplett gestreckt, rumgreifen vorne. Nicht der untere Griff, habe ich schon verschiedenste Varianten gesehen. Oben, einfach jetzt erklärt, nicht zu krass im Detail. So, und jetzt machen wir Folgendes, wir gehen hier nach hinten bis ungefähr parallel zum Körper. Nicht irgendwo bis da nach hinten. Und von hier mit aus fast ganz durchgestreckten Armen, fast ganz absetzen vorne, Kopf nach vorne lassen. Und langsam wieder nach vorne. Wenn ihr hier zu weit nach hinten geht, dann ist es nicht effektiver, sondern ihr setzt nur eure Schultergelenke und die Schulter mehr Belastung aus und könnt euch dadurch verletzen. Und das wollen wir nicht. Dieser Plan ist auch präventiv. Deshalb ist die Technik so wichtig, damit du dich nicht auf der einen Seite natürlich bessere Fortschritte machst, aber auf der anderen Seite dein Verletzungsrisiko extrem niedrig hältst. Und dafür sind diese kleinen Hacks, diese kleinen Sachen, die ich dir heute mitgebe, extrem relevant. Übung Nummer 4 ist die Brustpresse liegend. Auch die hat leider nicht jedes Fitnessstudio, deswegen die Alternative, kurz mündlich gesagt, wäre die klassische Brustpresse im Sitzen. So, wenn du die hier aber hast, sage ich dir hier auch kurz, worauf du achten musst. Und zwar sind es so zwei, drei Sachen. Das erste ist, die Schultern unten locker rauslassen. Griff nicht zu breit, nicht zu eng. Und dann musst du gucken, dass du Schultern rauslässt, hier hochdrückst, die Ellenbogen ganz, ganz leicht Richtung Körper, weil das, was viele hier falsch machen, gerade unten, zum einen die Schultern hochbringen und zum anderen die Ellenbogen irgendwie auch hier so hochbringen. Und da musst du die Ellenbogen eher tendenziell zum Körper bringen und dann hochdrücken. Langsam runter und dann wieder hoch. Das sind die technischen Aspekte, die du hier beachten musst und die gleichen zählen auch bei einer Brustpresse, gerade im Sitzen und auch übrigens bei allen anderen Kurzhantel-, Langhantel-Brustübungen. Die zweite Übung für die Brustmuskulatur ist Kurzhantel-Schrägbankdrücken. Auch eine richtig geile Übung, die nach der ersten Brustübung eben gerade ein bisschen mehr den oberen Bereich fokussiert.
Zwei Kurzhantel braucht ihr dafür und eine Hantelbank, die ihr eingestellt habt, auf ungefähr 45, knapp weniger als 45 Grad. Hier zählen die gleichen Basics, was die Schulter angeht. Heißt, die Schulter müsst ihr hier rauslassen. Jetzt zeige ich es und erkläre es einmal. Oben müsst ihr ungefähr über der Schulter sein mit den Gewichten. Und unten ist ganz wichtig, dass ihr auch wie bei der Übung eben nicht die Ellenbogen hier hinten habt, sondern die so ganz, ganz leicht zum Körper habt. Plus achtet mal auf meine Handgelenke, die knicken bei vielen nach innen oder bei vielen auch nach außen. Schaut, dass ihr die ungefähr über den Ellenbogen habt. Dann drückt ihr hier hoch, Füße reindrücken, Po auch hinten gegendrücken, Bauch anspannen, hier runter und da nach oben. Das sind die technischen Aspekte, die ihr bei dieser Übung beachten müsst. Weiter geht's. Für den Bizeps fangen wir mit der Bizeps-Curl-Maschine an. Auch eine richtig geile Übung. Erste Sache, auf die du hier achten musst, den Sitz weiter nach unten zu packen, damit du bei der Startposition schon hier mit der Achselhöhle richtig drauf fliegst, damit du dann die Schultern auch rauslässt, weil wir wollen hier fokussiert nur den Bizeps treffen. Der Griff ist hier ein bisschen flexibel. In den meisten Gyms ist er fest bei der Bizeps-Curl-Maschine. Und dann siehst du, ich drücke mich hier richtig runter, damit ich nämlich jetzt nur aus den Armen die Kraft holen kann. Dann gehe ich hier unten in die Dehnung. Hier würde ich dir raten, nicht zu doll in die Dehnung, sondern so eine leichte Dehnung auf der Bizepssehne, auf dem Bizeps reicht. Und oben, ganz wichtig, Schulter die ganze Zeit rauslassen, Füße in den Boden drücken. Hier den Bizeps richtig anspannen, richtig in diese maximale Anspannung bringen. Nicht zu weit nach hinten und nicht nur so halb hoch. Also schön hier die Dehnung, ein bisschen mitnehmen. Und oben dann hier die maximale Anspannung. Und die erste Übung für den Trizeps, also den hinteren Armmuskel, by the way, Armtraining ist auch richtig wichtig, um die Arme straffer zu kriegen, ist Trizepsstrecken mit der SZ-Stange. Also holt euch diese, das nennt sich SZ-Stange, geht an den Kabelzug, stellt den weiter nach oben hin. Und hier sind zwei, drei Sachen ganz entscheidend, damit ihr auch dann hier die Muskulatur wirklich merkt und trefft. Wir greifen hier ein bisschen enger. Dann stellen wir uns relativ gerade hin. Schultern, wie bei vielen Übungen heute, runter, hinten, rauslassen. Und jetzt bewegen wir erstmal fast nur die Unterarme. Handgelenke gerade lassen, gehen jetzt hier runter in die Streckung, ohne die Schulter mit nach vorne zu bringen. Und dann bewegen wir nur die Unterarme, 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 gehen hier quasi in die Dehnung, wenn wir hier nach oben gehen. Und aus dieser Position gehen wir dann wieder runter. Jetzt zeige ich nochmal eine komplett. Hier hoch die Dehnung mitnehmen und zack, unten ganz strecken. So trefft ihr den Trizeps hier optimal. Und jetzt gehen wir zur zweiten, zur ersten optionalen Trizeps und auch ersten optionalen Armübung. Die zweite Übung für den Trizeps ist Trizepsstrecken am Tau bzw. mit zwei Tauen, was auch immer, oder mit einem langen Tau. Damit wir jetzt Folgendes hinkriegen, wenn ihr nämlich ein kurzes Tau habt, kann man es auch machen, ist aber nicht optimal. Ich mache in den meisten Gyms, die so ein langes Tau nicht haben, das immer mit zwei, die ich dann halt so hier reinhänge. Aber das wäre hier jetzt zu lang. Also das, was wir machen, wir stellen uns dann ein bisschen nach hinten hin, halten ganz normal fest, leicht nach vorne gebeugt und gehen hier jetzt nach außen, Handgelenke relativ gerade lassen. Jetzt bringen wir erst nur die Unterarme bewegen wir, dann bringen wir den Oberarm ein bisschen mit, um den Trizeps mehr zu dehnen, zu strecken. Und aus dieser Position strecken wir und gehen nach hinten, Schulter rauslassen. Und jetzt wieder erst die Unterarme, jetzt die Oberarme ein bisschen mitbewegen. Schaut ganz genau hin. Ich habe zwar einen Pullover an, aber sollte man erkennen. Richtig geile Übung. Nach der Grundübung eben für den Trizeps, jetzt mit dieser Übung den Arm nochmal so richtig mehr auszureizen und so richtig Platz zu machen. Die zweite Bizepsübung sind Bizeps-Curls mit den Kurzhanteln mit eindrehen. Zeige ich euch. Ich würde euch empfehlen, dass ihr die im Stehen macht. Und ich würde euch auch empfehlen, dass ihr die abwechselnd macht. Heißt hier eindrehen, Ellenbogen ganz leicht mitnehmen, wieder die Spannung oben, ausdrehen, langsam runter, während ihr runter geht, ausdrehen. Andere Seite. Eindrehen, während ihr hochgeht, Ellenbogen minimal mit nach vorne bringen, Schulter rauslassen und langsam runter und unten die Dehnung hier komplett mitnehmen. Zack, das sind hier die technischen Aspekte, auf die ihr achten müsst. Ihr könnt, wenn es schwerer wird, ein bisschen den Oberkörper mitbewegen, schaut aber grundsätzlich, dass ihr die Schulter rauslasst und dass ihr nicht runterfallt. Dann nimmt lieber ein etwas leichteres Gewicht. Also, das waren alle Übungen deines neuen Trainingsplans. Jetzt noch zwei, drei ganz wichtige Sachen, die ich dir noch dazu mitgeben möchte, damit du in der Umsetzung nichts falsch machst. Das erste ist, guck, dass du diesen Trainingssplit mindestens zweimal in 8 Tagen hinkriegst. Das ist das, was ich dir empfehlen würde, um das Maximale hier rauszuholen. Also 4 Trainingstage auf 8 Tage gesehen. Das zweite sind die Anzahl der Sätze. Schau, dass du bei jeder Übung, die ich jetzt gezeigt habe, 3 klassische Sätze machst. Und was die Wiederholungsanzahl angeht, bei all den Sätzen, bei all den Übungen, orientiere dich an 8
bis 12 Wiederholungen. Und jetzt heißt es dann nur noch umsetzen. Lass mir ein Feedback, wenn du den Plan gemacht hast, in den Kommentaren da. Und ansonsten lass ein Abo, ein Like auf den YouTube-Kanal da und wir sehen uns im nächsten Video.